Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft.
Versuchen dir die Zombies das Gesicht runterzureißen? Kauf dir ein Schild. Und dann kauf dir eine Medi-Ampulle. Wenn dein Schild unten ist, wirst du sie brauchen. Wer braucht schon Dr. Zed, wenn es Dr. Ned gibt? Okay, was soll ich sagen? Also, eine meiner reanimierten Leichen hat heute irgendwie Bill gefressen. Irgendwie heißt, dass sie gerade auf dem Hof sitzt und seine Knochen ausscheißt. Die gute Nachricht ist, dass er schon die Miete bezahlt hatte und ich mir keinen Gemecker über abgeschnittene Zehennägel mehr anhören muss, die nicht mal von mir waren. Ganz zu schweigen von diesem Popcorn-Blödsinn. Dies ist mein feierliches Versprechen, von nun an im Namen des Profits auf finsteren Pfaden zu wandeln. Mein Bruder, der keine verkleidete Kopie meiner selbst ist, würde das niemals unterstützen. Ich hoffe, dass diese Aufzeichnungen nie gefunden werden und mich niemand bei meinem Arbeitgeber Jacobs verpetzt. Das würde Konsequenzen haben und ich müsste sie alle durch meine furchtbaren Kreaturen töten lassen. Nun ja. Test 1, 2, 3, 4. Dies ist der erste offizielle Eintrag in meinen, Dr. Netz, wissenschaftlichen Aufzeichnungen. Meine fortwährende Mission, das Leben derer zu verlängern, die bereits gestorben sind. Wir müssen wachsam bleiben bei unseren... Bill? Bill! Was machst du, Popcorn? Was hab ich dir gesagt? Alter, wir haben darüber gesprochen. Wo war ich? Die Rettung der menschlichen Rasse von den altbackenen Krallen des Todes. Klingt das affengeil? So reden die Kids doch, oder? Affengeil. Hier endet mein erster offizieller Eintrag. Ich muss sagen, dass ich Bill irgendwie vermisse, trotz dieser Popcorn-Macke. Frank, die Aushilfskraft, die ihn ersetzt hat, war anders. Und für einen Assistenten war sein Buckel zu klein. Tja, er war eben nicht Bill. Er war kein Bill. Mann, ich wünschte, der Zombie hätte Bill nicht erwischt. Da kommt mir eine Idee. Hier liegen noch Leichenteile von Frank rum. Vielleicht kann man da was machen. Beste Grüße, verehrtes Netcast-Publikum. Es läuft die dritte Woche meiner klinischen Versuche im Bereich der Leichenreanimation. Die Hautzellen haben gut auf die Behandlung angesprochen, doch die Körper selbst scheinen unkontrollierbaren Hunger zu haben. Derzeit haben sie wohl lediglich Verlangen nach Rosinen und Kleinmuffins, doch ich befürchte, dass mit zunehmender Intensität der Zellenreanimation auch der Hunger größer wird. Vielleicht sogar gefährlich. Keine Angst. Ich werde weitermachen, obwohl ich vielleicht die Menschheit ausrotten könnte. Bin ich verrückt? Vielleicht. Aber wenigstens mache ich kein Popcorn, während andere Leute versuchen zu arbeiten. Yeah.
Nachricht unseren hochmodernen interstellaren Wissenschaftsmagier verwendet haben.
hab nichts dagegen. Ich sehe ihn auf dem Radar. Gleich ist er da. Denken Sie daran.
dich nur noch ein ganz kleines bisschen. Ein einfacher, vorsätzlicher Mord. Und schon kannst du dich auf den Weg machen, kinderleicht. Dr. Matt ist zu einer Last geworden. Kümmere dich um die Last. Und wir räumen auf und machen das Sägewerk wieder funktionstüchtig. Es winkt Kuchen mit Soße. Und damit meine ich tonnenweise Geld. Pass auf dich auf. Oh, fast vergessen. Du brauchst dieses Ding, um die Zugbrücke zu senken. Viel Glück. Jacobs, wir wissen, dass Sie glücklich sind, wenn Sie etwas Hartes in der Hand halten.